Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3 Reforged. Vergebt mir, Botschaft, aber der Prinz ist unterwegs. Was führt euch an diesen entlegenen Ort? Durch königliches Edikt sollen eure Männer sofort nach Lordaeron zurückkehren. Lord Uther hat den König überredet, diese Expedition abzubrechen. Wir sollen einfach packen und abziehen? Ganz recht. Meine Männer melden, dass die Straßen von hier zur Küste von den Untoten kontrolliert werden. Ihr müsst einen anderen Rückweg zu euren Schiffen finden. Zur Hölle mit den Untoten! Wir bahnen uns den Weg durch den Wald, Männer! Hauptmann, warum sind die Wachen nicht auf ihren Posten? Nun, mein Lord, euer Vater hat die Truppen auf Geheiß von Lord Uther abziehen lassen. Uther hat meine Männer zurückgerufen? Verdammt! Ohne meine Krieger werde ich Mal'Ganis niemals besiegen! Die Schiffe müssen verbrannt werden, ehe die Männer die Küste erreichen. Ist das nicht leicht übertrieben, mein Freund? Bis auf die Balken verbrannt! Niemand kehrt heim, solange unsere Arbeit hier nicht getan ist. Fünf Schiffe zerstören, okay. Wahrscheinlich muss ich einfach durchmarschieren und nicht Zeit beschäftigen. Wir brauchen mehr Männer, um uns durch die Untoten zu kämpfen. Ich bin hier oben an einigen Söldnerlagern vorbeigekommen. Vielleicht können wir ein paar von ihnen anheuern. Verflucht sei Uther, dass er mich dazu zwingt. Eistroll, Eistrollpriester, Ogerkrieger. Nehmen wir einen Heiler mit. Und jetzt ab dafür ist.
Sehr gut. Aber es sind immer noch Schiffe übrig. Ja, wir kämpfen uns ja schon vor Ort, das macht dir keine Angst. Es ist mehr Gold erforderlich. Einfach durchmarschieren, wir sollen sie nicht angreifen. Okay. Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
Es bleibt nur noch ein Schiff. Nein, nicht da. Das eine Schiff ist irgendwo hier oben. Prinz Arthas! Schnell, meine Krieger! Diese abscheulichen Kreaturen haben unsere Schiffe verbrannt und euch eurer Heimreise beraubt! Tötet sie alle im Namen von Lordaeron! Elende Wilde! Metzelt sie nieder! Unsere Schiffe sind zerstört. Was sollen wir denn jetzt tun? Hört mir zu, ihr alle! Für uns gibt es nur einen Weg nach Hause, und zwar den Sieg. In diesem Land leben oder sterben wir gemeinsam. Also kehrt zum Stützpunkt zurück und bemannt die Posten. Gut, das wär's dann auch mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.